Dies ist das dritte Video unserer Cosentino-Reise und in dem Video geht es um die Dekton-Platten. Und bei dem Video wünschen wir euch viel Spaß. Herzliche Grüße von Gutsmann Küchen, denn Essen gut, alles gut und das kommt von Cosentino. Genau, Barbara. Wir sind, hast du vollkommen recht, wir sind im Cosentino Center in Berlin. Das ist das dritte Video unserer Cosentino Reise. Wir verlinken euch schon mal das erste Video hier oben über das i, falls ihr den Einstieg verpasst habt. Und in diesem Video geht es um das Thema Dekton. Barbara habe ich wieder an meiner rechten Seite, weil Barbara ist unsere Außendienstlerin und die Fachfrau für die Arbeitsplattenmaterialien. Gib mir Mühe. Also bei Seiston hast du schon perfekt gemacht. Ja, danke. Danke, Robert. Dekton. Dekton ist ein tolles Thema, ist ein heißes Thema, weil hitzebeständig. Das ist der Vorteil gegenüber Salzton. Ich kann mit Dekton dadurch vieles mehr machen, habe viel mehr Einsatzmöglichkeiten in der Küche, im Kaminbau, in der Fassade, im Außenbereich. Outdoor Kitchen kam 2021 immer mehr als Thema. Mhm. Und ich habe bei Dekton halt auch die Möglichkeiten, mit hellen Platten im Außenbereich, im Küchenbereich, überall was zu machen. Und ich kann hier heiße Töpfe auf die Küchenarbeitsplatte stellen oder die Pfanne oder den Wok oder das Backblech. Ich habe einfach Möglichkeiten. Zeige ich euch gern später dann nochmal im Detail. Genau, also du hast da schon was vorbereitet, wie so das ein Fernsehkoch so macht. Ja, ja, ne? Ja. Du hast vorbereitet, da kommen wir dann dazu. Du hast es jetzt schon perfekt gesagt, die Eigenschaften von Salzton on top. Hitzebeständigkeit und der UV-Schutz, damit es halt im Außenbereich einsetzbar ist. Die Eigenschaften Salzton, da verlinken wir euch das Salzton-Video. Da könnt ihr das euch nochmal im Detail anschauen. Hat die Barbara wirklich sehr ausführlich uns erzählt, uns rübergebracht. Und dann denke ich mal, erklären wir mal kurz Dekton, was man noch alles machen kann, weil wir stehen ja auch auf Dekton-Platten. Ja, das sind Dekton-Fliesen, die wir hier als Boden haben. Ich komme gerne immer auf den Begriff Monolith, habe ich heute gelernt, zurück, weil ich kann zum Beispiel jetzt die Küche so machen, dass ich den Boden mit Dekton fließe, in diesem Fall ist das die Farbe Kreta, gestalte. Ich kann entsprechend weiter den Küchenblock verkleiden mit einer dünnen Dekton-Platte, die heißt Slim, in 4 mm. Und ich kann die Arbeitsplatte auch noch legen in Dekton als Küchenarbeitsplatte in 2 cm, 12 mm und ich kann auch noch die Wand verkleiden in 8 mm, 4 mm, weil bei Dekton habe ich einfach, Vergleich zu Salzton wieder, die Stärken prinzipiell 8, 12, 20 und für ausgewählte Farben auch noch 4 mm als Möbelverkleidung und 30 mm, auch da gibt es Möglichkeiten. Aber der Nachteil, 2 cm einer Küchenarbeitsplatte wiegt der Quadratmeter auch 50 Kilo, um die 50 Kilo. Und das muss man einfach berücksichtigen. Das muss transportiert werden, das muss verbaut werden. Im Bodenfliesenbereich 8 mm in der Regel. Und Einsatzmöglichkeiten, gerne in Rücksprache auch mit dem Küchenstudio, mit dem Verarbeiter, wo, je nachdem, wo das Material gekauft wird. Also für den Innenbereich sagst du 8 mm Stärke? Vollkommen ausreichend. Im Außenbereich, je nach Belastung in Absprache? Prinzipiell, oder? Wenn du jetzt eine Terrasse machst oder so, auch 8 mm oder Swimmingpool, Verkleidung oder so, ne? 8 mm vollkommen ausreichend. Wenn du jetzt im Außenbereich im Frostbereich bist, wo du eben auch Winter hast und Frost hast. Also in oder Deutschland haben wir das manchmal? Zufahrten, wo auch mal PKWs und Schwereres drüber fährst. Vorher bitte unbedingt Rücksprache nehmen mit dem Bauherrn, mit dem Architekturbüro, weil da müssen einfach ein paar Voraussetzungen geklärt werden. Aber dafür haben wir auch unsere Leute im Unternehmen, im Team, die sich um solche speziellen Sachen kümmern. Wir haben direkt für den Objektbereich die Ansprechpartner. Genau, haben wir auch Ansprechpartner und da vermitteln wir dann auch gern untereinander, da arbeiten wir Hand in Hand. Ja. Und weil du es gerade angesprochen hast, Swimmingpool, da kann ja doch mal der ein oder andere Spritzer daneben gehen. Ja.
da muss man ja dann entsprechend den Abrieb und Rutschfestigkeit beachten. Ja, also regulär ist das so jetzt für den Innenbereich gestaltet, ganz normal. Aber wenn du jetzt im öffentlichen Bereich bist, wie Swimmingpool und Schwimmbäder und so weiter und so fort oder Wellnesslandschaften, dann brauchst du ja diese A11, diese bestimmten Rutschfestigkeit. Und dafür haben wir auch Dekton mit der Oberfläche Dekton Grip Plus. Und dieses Grip Plus hat die A11. Ne? Also das ist dann immer so eine Sache, die muss man eben dann im Gespräch auch herausfinden, anbieten, dementsprechend. Wo es verlangt wird, können wir das bieten. Nicht für alle Farben, aber für die angefragten Farben auf alle Fälle. Genau. Dann gehen wir mal rüber, ja? Weil wenn wir schon im Außenbereich sind, gehört da das Thema Fassade mit dazu. Ganz wichtig. Finde ich ja ein ganz spannendes Thema, so Nebenküche. Da habt ihr ja ein Muster relativ groß dargestellt, das gucken wir uns mal an. Ja. Und dann habt ihr ja auch euer Dekton Slim für die Möbelverkleidung. Ja. Und bei Fassade, jetzt kommen wir langsam zu den Hobbyköchen hier. Wir haben noch was vorbereitet. Habt ihr hier so ein super Muster. Also Fassade ist das Ganze. Der ganze Hintergrund hier ist Fassade dargestellt. Und dann habt ihr hier mal so die Unterkonstruktion. Ist, denke ich mal, auch mal so ein ganz spannendes Thema, dass die Dektonplatten quasi verdeckt von hinten geschraubt werden. Da kommen so Winkel dran. Und an das Haus selber kommt eine Unterkonstruktion, wo dann die Platten eingehangen werden. So, habe ich mir das mal so sagen lassen. Zahlreiche Möglichkeiten gibt es da mit Dekton. Ja, wie gesagt, das ist ein eigener Bereich, ein sehr stark wachsender Bereich. Gibt es auch schon einige Referenzen. Geht vom Einfamilienhaus bis zum Hochhaus. Ein breites Portfolio. Einfach, dass wir darüber mit gesprochen haben. Ne? Einsatzmöglichkeiten von Dekton. Und dabei, weil es halt im Außenbereich ist. Also, ne? Und wie gesagt, Referenzobjekte gibt es da ja mittlerweile einige. Und wer da Interesse hat, zu Hause da was Besonderes zu kreieren, einfach bei Cosentino anfragen, weil da gibt es direkt auch für den Bereich die Fachleute. Dann packen wir wieder weg. Wir wollen ja in der Küche bleiben. Richtig. Indoor. Und da hat es der vorhin schon kurz angesprochen, dass man das nochmal kurz zeigt. Die Slim-Platten, die halt dafür gemacht sind, dass man halt wirklich die Möbel verblenden kann, um halt den Monolith zu kreieren. Ich schaue gerade mal. Sirius, okay, ja, haben wir nicht da. Haben wir nicht da. Ich gehe jetzt mal hier rein. Das ist eben jetzt so ein graues Material. Jetzt auch nicht mehr so schwer, weil es dünn ist. 4 mm, genau. Und das kann ich eben auch mit der Stärke wunderbar als Verkleidung für Küchenmöbel, alle möglichen Möbel verwenden, sag ich mal. Auch im Bereich Kaminbau findet das Einsatz als Verkleidung, weil es halt hitzebeständig ist. Also Slim ist jetzt seit 2018, 19 am Markt und nimmt auch zunehmend in der Küchenplanung, Gestalt ein, Raum ein. Gibt schon Küchenhersteller, die... Absolutes Designelement. Genau. Es gibt ja Küchenhersteller, die das direkt anbieten. Genau. Wo man die Küchenfront direkt schon mit der Dekton-Platte so bestellen kann. Richtig. So, und jetzt kommen wir zu deinem versprochenen Highlight. Ja. Du machst jetzt hier eine kleine Feuershow. Ich mache eine kleine Kochshow, ne? Eine kleine Kochshow. Kochen mit Cosentino, hat man doch gesagt, oder so. Kochen mit Cosentino. So, Mutti's Eck, oder wie? Nee, Mutti's Eck, da gab's das Essen ja heute, ja. Es ist immer bei dem Material Cosentino Eigenschaften. Kratzfest, hitzebeständig. Ich habe jetzt hier so eine Küchenarbeitsplatte. Das ist Dekton. Und ich liebe es, in die Studios reinzugehen und zu sagen, hey, ich habe hier mit Edding was drauf gemalt. Ja, und dann passiert es ja auch immer wieder mal, dass man quietscht, ne? Was rumkratzt. Ich bin da mutig, ich bin da echt mutig. So, und dann, wir sind eine spanische Firma, wir lieben Rot, ne? Und roter Nagellack. Welche Frau liebt das nicht, ne? Nein, ich lackiere mir jetzt nicht die Nägel. Du lackierst die Arbeitsplatte. Ja, ich lackiere die Arbeitsplatte. Ich mache meine Arbeitsplatte, wie ich will. Und dann habe ich hier Hitzebeständigkeit. Ne? Also ich kann den Nagellack anbrennen und gehe mit dem Feuer hier drüber. Ich will mir hier nicht den Daumen verbrennen. Es brennt jetzt nicht. Wahrscheinlich ist der Nagellack zu alt. So, jetzt habe ich hier allerhand
Oh, heiß. Ne? Der Platte hat nichts gemacht, aber die Finger sind verbrannt. Finger sind verbrannt, ne? Und wenn du jetzt genau ranschaust hier, ich habe hier schon mal Küchentuch vorbereitet. Wichtig ist für mich, dass du siehst, das mit dem Schlüssel, das ist Metallabrieb. Das ist nur der Metallabrieb. Ne? Also der Schlüssel wird weniger. Hier drauf sind keine Spuren. So, und jetzt habe ich hier den Edding und den Nagellack, den brennenden. Und was habe ich gesagt zu diesen nicht offenporigen Oberflächen wie Salzton? Das gleiche gilt für Dekton. Ich will das entfernen. Und jetzt will ich ja in der Küche nicht mit irgendwas rangehen. Ich gehe immer beim Reinigen von schwierigen Flecken mit ein bisschen Zeit und Geduld ran. Das heißt, ich mache hier erstmal Wasser drauf, weil Wasser verdünnt. Ne? Also es ist ein Zaubermittel, das nennen wir Aqua Water. Das ist ja doppelt gemoppelt. Ja, Aqua Water. Es ist doppelt gemoppelt. Für Dekton-Reinigung. Und wer nicht weiß, was Aqua Water ist. Wasser, ne? Naja. So. Bin ich mal gespannt. Einfach mal Wasser drauf. Ihr seht, das perlt ab. So, und jetzt komme ich mit dem Zaubermittel. Ein Zaubermittel, was ich in meiner Hand verstecke, weil ein bisschen Hokuspokus muss ja dabei sein. Ja? Das ist keine Kochshow, eine Zaubershow. Das ist eine Zaubershow. Hokuspokus, Fidipus. Das löst sich schon. Ja. Was ich immer dazu sage, wenn du was machst, wenn du was Flecken auf der Platte hast und du willst sie wegbringen, es ist immer besser, früher anzufangen als später. Was ich hier drauf bringe, ist das Zaubermittel Seife. Hier steht Aqua Water drauf, aber das ist Seife. Falsch gelabelt, sowas passiert. Und jetzt? Du siehst, es tut sich schon was. Es löst sich. Es löst sich. Und das ist Edding. Ja? Es löst sich was. Und hier mit dem Nagellack löst sich auch was. Ja, das hat man schon gesehen, wo du das drauf getan hast. Und es ist nur Seife, Wasser. Mehr ist es nicht. So. Ich brauche da auch keine sonst welche Kraft anwenden. Es geht einfach weg. Das hast du ja gar nichts gemacht, sondern nur. Ja, ich habe es jetzt gelöst. Ruhig mal 1-2 Minuten Zeit verwenden, einwirken lassen, stehen lassen, dass das, was drauf ist, sich lösen kann. Das ist macht immer Sinn. Und einweichen. Wie die Autofrontscheibe im Sommer mit den Insekten drauf einweichen. Oder das Backblech. Es ist nicht offenporig, es steht alles drauf. Und dann kann ich, wenn ich es mit einfachen Küchenvlies nicht wegbekomme, dann habe ich ja diesen Scotch-Schwamm auch in der Küche. Und wie wir sehen, ist es fast weg. Aber ich bin sehr glücklich, dass es nicht ganz weg ist. Sonst würdet ihr ja denken, ich hab geschummelt. Genau. Wichtig ist, dass das, was ich gelöst habe, runtergenommen wird. Runternehmen heißt nicht putzen, sondern in einer Richtung wischen. Genauso hier in einer Richtung wischen. Deswegen nehme ich jetzt das Küchenvlies. Und sehr schön sind auch die alten Baumwolltücher von der Oma. Nicht wegschmeißen, aufheben. Die sind wunderbar in der Wiederverwendung. Und am Ende kann ich hier gern nochmal mit Wasser drüber gehen. Das würde ich auf alle Fälle empfehlen, weil ihr habt jetzt eine Seife auf der Platte, die ist nicht weg. Macht die Platte richtig sauber, nehmt nochmal richtig Wasser, geht noch 2-3 Mal mit Wasser drüber. Immer wieder trocken wischen, abwischen, wegnehmen. Und zum Ende nochmal trocken wischen. Und der ganze Hokuspokus ist vorbei. Ja, der Nagellack ist schon mal weg. Es ist noch ein bisschen drauf, aber... Zack. Zack. Überzeugend? Fokus, Fidusbus. Überzeugend? Ja. Und was halt deutlich wird, ist halt wirklich einweichen. Du brauchst... Ja, einweichen, ein bisschen Geduld braucht man. Bisschen Geduld braucht man. Wie gesagt, wenn man es gleich macht, geht es in der Regel schneller weg. Wenn ich ein bisschen länger warte, muss ich halt mal so einen Fliegenschwamm oder Küchenschwamm mitverwenden. Aber wichtig ist, dass das, was ich verwende, sauber ist. Dass da nicht ein Geschirrspülmittel drin ist, weil das Geschirrspülmittel bringt schon wieder eine neue Schicht drauf. Ja, das hat er gesagt, Seife muss weg. Seife muss weg, Seife muss runter. Richtig. Und nicht breitwischen, sondern abziehen. Richtig. Ja. Und am Ende mit Omas Küchentuch drüber und alles ist wieder schön. Da gibt es ja so einen Spruch, ne?
Ja, der Computer ist schuld, sondern der, der davor sitzt. Ja. Gut. Dankeschön. Wir haben zu danken. Platte wieder sauber. Ja. Für die nächste Vorführung. Ich kann das nochmal zeigen. Das Q-Action, das hatten wir bei Seilstern schon mal angesprochen. Geht auch für Dekton. Das ist gut für offenporige, nicht offenporige Küchenarbeitsplatten, wie unser Seilstern und unser Dekton zur Grundreinigung. Einsprühen, einwirken lassen, abnehmen. Könnt ihr über euer Küchenstudio beziehen oder die sagen euch, wo es kriegt. Aber es geht auch zur Reinigung ein ganz einfaches Glasspray, falls ihr das mal nicht zur Hand habt. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, aber die meisten Hersteller geben schon sowas in der Erstausstattung mit dazu. Und mit so einer Flasche reicht man lange. Kenne ich auch, dass das mit dazugegeben wird. Ja. Barbara, vielen Dank Gerne. Für die Dekton-Präsentation. Diesmal sehr anschaulich, mit Action. Weitere Videos verlinken wir euch hier. Kanal könnt ihr kostenfrei abonnieren über das Gutzmann-Küchen-Logo. Hier. Und dann sehen wir uns immer mittwochs und sonntags, wenn es heißt Küche gut. Alles gut. Ciao, tschüss. Tschüss.